So, und willkommen zurück. Allianz Cecil ist am Start. Und macht was? Stimme, sie sagte mein Sohn. Muss ich jetzt hier einfach wieder verschwinden? Kann ich hier dran noch was machen? Nee. Gut. Ausrüsten erstmal gucken, ob hier was geht. Ja. Ein Federhut. Ich will den wieder ablegen. Ablegen. Warum wird das dann schlechter? Der Fluchring. Warum soll ich den dann bitte anziehen? Verflucht. Ne, den ziehe ich dann nicht an. Doch, natürlich gleich mal kämpfen. Zombies! Schlaf. Ah, das Weißmagie kann ich nur, ja. Oh, hab ich noch einen anderen. Ich bin Cecil, ne? Ich hab jetzt hier... Ach du Scheiße. Das kann ich heilen mit Cecil. Bäh. Schwarzmagie, Feuer. Auf alle. Der Hauptcharakter ist ein Heiler. Ein Allianzheiler. Ich glaub's ja nicht. Mag ich gar nicht. Boah, guck mal, was der jetzt kann hier. Da machen wir doch gleich mal einen... Boah, guck mal. Du Scheiße, kann der viel Zeug. Wo ist denn Meteor? Hier unten. Ach, kostet 99. Okay. Dann machen wir einen Feuer auf alle. Also ja, eine richtige Zaubertruppe hier jetzt. Ach, die da hinten heilt das. Okay. Ja, was soll ich denn mit dem machen? Weil immer wieder voll heilen, ne? Wer ist denn dran? Hallo? Ja, warum kann ich denn... Ah, das ist ein bisschen blöd gemacht, dass das dann zurückswitcht. Ist ja kacke. Anfällig nicht, mach 6. Was ist denn da los? Was kann denn der Junge überhaupt? Oh. Wer ist denn dran? Taylor. Ja, der muss ja hier Schwarzmagie. Und dann macht der mal ein Eisgar, Eisra. Auf beide. Da werden die wohl nicht anfällig sein, hoffe ich doch mal. Nicht unverwundbar gegen. Euer Eis, dann sind die anfällig gegen Eis, oder? Gut. Anfällig nicht, aber es hat gereicht. Das ist echt ein Zaubertrupp hier. Achso, der ist jetzt Stufe 1. Jetzt verstehe ich das. Ist echt Stufe 1? Stufe 7. Ah, der ist von Stufe 1 auf Stufe 7 gestiegen. Alles klar. Okay. Gut. Cool. Ja gut, aber wir sind ja so stark jetzt hier. Die Zauber sind ja so stark. Ein Zelt. Dann schlafen wir mal eine Runde. So, dann heißt zurück, ne? Zurück. Oh, der ist auf 5 hier. Wahnsinn. Was kann er denn jetzt machen? Sicht noch. Okay, bringt er nichts. Schutz. Den hier. Was macht denn Schutz? Muss ich mir gleich mal noch angucken. Da machen wir erstmal die vorne wieder platt. Machen wir erst die vorne wieder platt. Also wesentlich magielastiger das Spiel als noch Final Fantasy 3. Das definitiv.
platt. Ist das eigentlich, wenn ich jetzt in diesem neuen Kampfsystem zweimal genau das mache, dann macht er das auf die anderen. Scheiße. Ah, nicht auf die anderen. Ich habe ja auch alle anvisiert gehabt, ne? Kacke. Ja komm, du darfst auch mal ein bisschen was rausballern hier. Bringt zwar nichts. So. Ah. Das bringt nochmal Wein. Habe ich auch noch nicht. Ach stimmt, das halbiert den Death-Wert von denen, ne? Cool. Auch immer schön draufballern. Ah, sind schon tot. Okay, cool. Also das fluppt so langsam hier. Dann kann ich schön hier den Cecil ein bisschen leveln, bis auf Stufe 20 oder so zumindest. Ist mein Hauptcharakter ein Magier? Ich glaub's ja nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Guck mal, hier geht's noch runter, da war ich noch gar nicht. Ah ja. Ein Äther. Sehr nett. Ich könnte immer die wieder umdrehen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Dann kriegt jetzt auch immer der Tela-Schutz hier. Ach, nee. Schwarzmagie. Feuerer. Alle. Vita auf alle und hier auch wieder. Holger auf alle. Jetzt sind die tot. Der hat aber ein süßes Stupsnäschen. Oder die. Die Porom hat ein sehr schönes Stupsnäschen. Oh, ich bin schon wieder dran. Das geht nicht zu schnell hier. Oh, normaler Angriff. Oh! 231 mittlerweile. Cool. Anfällig gegen das. Warum ist das anfällig? Ach, weil es holy ist, ne? Weil das mein Schwert holy ist. Jetzt check ich das. Verstanden. Das ist ja cool. Nur noch Untote, bitte. Gesunken. Mann, Eis. Ich verbrauche wahrscheinlich viel zu viel. Ich sollte einfach draufknüppeln mit allem, was ich habe. Aber die sind halt sehr resistent, ne? Ah, ist schon tot. Okay. Die sind halt einfach sehr resistent. Das muss man schon sagen. Deswegen dauert das schon ein bisschen. Aber ich lerne ja bei jedem Kampf dazu. Protest haben wir gelernt. Sehr wichtig. Muss hier hoch. Ach, hier habe ich ja gesagt, war ich noch nicht, ne? Ah. Wieder falsch gelaufen. Nummer 5. Nein, diesmal 4 und 4 Untote. Das ist natürlich immer. Schon kein Dings mehr hier. So. Ich muss hier mal ein bisschen wegschieben. Dass ich ein bisschen mehr Platz habe, falls es kurz geknackt hat. Entschuldigung. Wir sollten aber so schon Platz sein, oder? Jawohl. Ah, ich gebe denen jetzt aber kein Äther. Das ist ja Käse. Oh, wegen dem da unten noch ein Äther erhalten. Cool. Hier geht's runter. Wo muss ich hin? Okay. Was hat da geleuchtet gerade? Was hat denn da geleuchtet?
besser. So. Nur zwei kann ich leider nicht anvisieren, wenn entweder alle oder eins. Sollte trotzdem reichen jetzt. Die stehen immer noch falsch rum. Ich muss sie umstellen, Mann. Wer ist denn dran? Nach hier vorne. Das ist auch nervig. Ich sehe nur, wie viel die haben. Ich sehe dann nur, wie viel die momentan noch haben, wie viel HP, wenn ich sie heilen will. Und sehe nicht. Ah, der kann gar nichts mehr machen. Okay. Gut. Feuer drauf. Und ich sehe nur, wie viel die momentan haben, nicht wie viel die im Verhältnis haben zur Gesamt-HP. Ich meine, im Moment ist alles noch voll, aber... Das ist recht wurscht. Daneben! Ach, shit! Muss ich aufpassen, der hat einen Feuerstab. Kacke. Ist ja blödsinnig. Selbst im Feuerstab heile ich sie. Das ist ja alles ein bisschen tricky. So, jetzt muss ich das mal wieder ändern hier. Gruppe. So. Muss ich hin dann? Natürlich. Ja, dann machen wir mal ein Eis, ne? Würde ich sagen, auf alle. Gut, der kann halt gar nichts mehr machen, der Täler jetzt. Das sollte doch auch reinrocken, oder? Ja, super. Tela kann ruhig einschlafen von mir aus. Süß. Ja, das rockt schon mehr. Da gleich doppelter Schaden, wenn du vorne stehst. Macht auch einen riesen Unterschied zwischen vorderer und hinterer Reihe. Respekt. Scheiße, da drüben ging's zurück. Kacke. Naja, ich muss ja eh aufleveln mit meinem Cecil. Mit dem Allianz-Cecil. Jute Allianz-Sessel. Oh, ich laufe aber einen Scheiß hier zusammen. Oh, auf einen nur gemacht. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Kacke. Kacke. Ja, massiv. Guck mal, wie viel. 142 Mana-Points. Leck mich am Arsch. Meine Güte. Cecil schläft oder was? Ja. Oh, es schlafen schon zwei. Oh, und auch noch mein Heiler. Mein Damage Dealer. Shitte. Shitte. Was mache ich denn jetzt? Ups. Habe ich was gegen Schlaf? Ich hab nichts gegen Schlaf, oder? Ach, der steht schon wieder, okay. Ich hab nichts gegen Schlaf. Ja, mal schlaf. Lass den schlafen, das ist okay. Was macht die? So müssen wir das machen. Die droppen ganz schön hier jetzt gerade, meine Leute. Droppen ganz schön runter. Gut, jetzt kommt ein Feuerer.
Cool. Das mag ich. Was wollte ich denn eigentlich machen? Einfach heilen. Boah, ich stelle mir aber gerade ein bisschen blöd an hier. Komm schon. Ja, Angriff. Geht auch schon wieder. Zack, der ist auch noch vergiftet. Alle kleine Skorpione hier, oder was? Noch heilen. Gleich. So, jetzt mal raus aus der Höhle, echt. Nervt mich so langsam hier. Komm, einmal bestimmt noch, ne? Ewig hier. Naja, wie gesagt, der muss eh leveln. Ist kein Riesendrama. Ich darf überlegen, ob ich dem Teler noch einen Äther geben soll. Nein. Das will ich mir aufsparen. Hier greife ich gar nichts mehr an. Na, die machen wir direkt mit Eis. Ah, der hat doch nichts mehr. Boah, haben die vielen Mana Points. Das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. So, komm, alle tot. Einer tot, scheiße. Gut, Taylor kann er machen. Wir greifen jetzt einfach mal an. Feuer darf ich nicht angreifen, ne? Den muss ich aber angreifen. Lauf. Er schläft auch. Scheiße. Ja, das reicht nicht. Also gut, 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 gut. Also hat das wieder fast eine Folge gedauert, hier aus dieser Höhle rauszulaufen, ne? Und ich bin ja nicht ganz draußen. Okay, ich bin draußen. Speichern. So, jetzt haben wir den ja gerettet. Jetzt haben wir leider kein Dings mehr. Uns ging es hier nirgends weiter. Gut, dann gehen wir zurück in die Stadt, würde ich sagen. Gut, das waren ja Pisser, ne? Da kann ich ja einfach nur... Angriff, fertig. Das waren noch Pisser, oder? Oh. Ja, waren Pisser. Kann ich einfach draufknüppeln. Muss ich mir keine Gedanken machen, gut.
Silberreif, kann den der Cecil ansehen? Nee. Ich muss einfach hier so schräg zurück, ne? Nochmal Magier? Nee. Gut, die können, glaube ich, auch nichts hier. Da verschwenden wir jetzt nichts, auch wenn wir dann natürlich danach schlafen können, aber... Süß. Picken. Weiß immer noch nicht, was das bringt. Dann macht der richtig Damage hier, der junge Mann. Ich will jetzt nicht hier irgendwie Ressourcen verschwenden, ganz ehrlich. Warum könnte, aber der hat ja fast nichts mehr. Ein bisschen was will ich mir auf jeden Fall doch nochmal so was wie ein Sandwurm kommen sollte oder so hier. Dass er noch ein bisschen was zaubern kann, wenigstens. Tot. Immer noch nicht. Okay. Jetzt aber. Boah. Ich glaube, wie viel HP hat der denn jetzt? Porom hat ein Blatt gemacht. Süß. Komm nochmal picken. Jetzt muss ich aber trotzdem mal ein paar Potions nehmen. Obwohl, ich kann eigentlich hier mit dem Porom Vita zaubern. Boah, der jetzt schon 1000 HP bei Stufe 14. Meine Güte. Respekt. Lassen wir mal die Karte offen. Ja, ich wollte in der Folge jetzt eigentlich noch zurücklaufen, ne? Ach komm, wisst ihr was? Machen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, es hat euch gefallen.